Das Ausflugsschiff Vega 2 fährt unter Kapitän Reinhild Niesen von Feddervadersiel hinaus aus Wattenmeer. Fast täglich geht es während der Saison raus aus Wasser. Eine Tour führt zum Leuchtturm Hoher Weg. Unterwegs wird das Fangnetz vom Schiffmechaniker Volker Schuld ausgeworfen. Ein paar Krabben werden gekocht und gepult. Der Rest kommt später wieder zurück ins Wasser. Bis auf ein paar Meter geht es ran an den Leuchtturm Hoher Weg. Dieser wurde 1856 in Betrieb genommen. Bis 1973 waren Leuchtturmwärter angestellt. Dann wurde der Leuchtturm automatisiert. Seitdem betreibt ihn das Wasser- und Schifffahrtsamt Bremerhaven. Der Leuchtturm Hoher Weg steht auf der gleichnamigen Sandbank. Nach der Umrundung geht es wieder zurück nach Feddervadersiel. Dies war eine der letzten Fahrten dieser Saison, die Anfang November zu Ende ging. Bald geht es für die Vega 2 in die Werft, wo sie verlängert wird.